Ich zeige euch, wie ihr dieses Bild einer Stadt bei Nacht nachzeichnen und einfach variieren könnt. Hallo, ich bin Ingo. Ich zeige euch, wie ich dieses Bild gezeichnet habe und gebe euch ein paar Einsteigertipps, damit ihr so ein Bild leicht mit eurem Grafikprogramm selber nachzeichnen könnt. Ich benutze Moho 12, das hieß bis zur Version 11 noch Anime Studio. Damit kann ich die Grafik am Ende noch animieren. Das zeige ich euch auch gleich. Ich nutze dieses Bild selber für meinen Online-Adventskalender. Ich suche mir Bilder, die mir gefallen und schaue sie mir genau an. Ich zeige euch einen Leuchteffekt für die nächtliche Stimmung. Ich habe Fotos von meiner Umgebung gemacht, die vereinfachen das Nachzeichnen und machen es zu meinem Bild. Ihr seht, wie ich meine Ebenen organisiere und eine Bildtiefe erzeuge. Und ich zeige euch, wie ich die Perspektive richtig zeichne. Los geht's. Erster Schritt ist Bilder finden, die man nachzeichnen kann, von denen man sich inspirieren lassen kann. Ich benutze dazu gerne die Google Bildersuche. Hier habe ich die Worte Comic Landschaft Winter eingegeben. Ich habe eine ganze Menge Bilder gefunden. 40 Stück habe ich mir abgespeichert, teilweise einfach Screenshots gemacht, sind teilweise in einer schlechten Qualität. Das ist nicht so wichtig. Besonders gefallen haben mir diese beiden Bilder hier. Ich mache das mal weg. Und hier oben fand ich die Winterstimmung schön mit dem Himmel, die Blautöne. Da habe ich gesehen, dass hier um den Mond so ein Leuchteffekt ist, hier aus den Fenstern. Das hat mir gut gefallen. Und hier unten, da ich selber in der Stadt wohne, wollte ich eine städtische Winterszene zeichnen. Und hier habe ich ein Bild gefunden, das auch eine gute Bildkomposition hatte, also eine Straße. Und ich bin also rausgegangen und habe zwei Fotos gemacht von meiner Straße. Also das hier ist praktisch die linke Seite, entsprechend dem hier. Und hier die rechte Seite. Da würde ich das dann nachzeichnen. Das wird dann alles nicht ganz genau perspektivisch korrekt, aber das ist ein guter Ansatz erstmal. Ich wollte dann noch die Silhouette von Berlin am Horizont haben. Also habe ich hier mir noch eine Silhouette Berlin rausgesucht. Das könnt ihr alles prima auch variieren für euer eigenes Bild, für eure eigene Kreation. Okay, und jetzt zeige ich euch, wie ich also in Moho gestartet habe. Ich habe mir also einen Hintergrund erstellt, also eine Ebene Himmel mit einem Farbverlauf, also dichter am Horizont, also unten ist es heller, oben wird es dunkel. Das liegt ja daran, dass man manchmal am Horizont noch ein bisschen was von der Dämmerung von der Sonne sehen kann, die vielleicht gerade erst hinterm Horizont verschwunden ist. Und was ich gemacht habe, ich habe Sterne gezeichnet und in meiner Software hier gibt es ja schon ein Element Stern, das habe ich einfach genommen. Ich habe die Sterne dann teilweise noch so ein bisschen gedreht, dass sie nicht alle gleich ausgerichtet sind. Seht ihr hier. Und damit das so ein bisschen zufällig aussieht. Und ich habe immer wieder kopiert und hin und her geschoben. Also einfach, dass es so ein bisschen zufällig aussieht. Die Sterne sind dabei eher so in der oberen Hälfte des
Himmels. Was ich gemacht habe, ist, ich habe also alle Sterne markiert, kopiert und in der Größe verändert und eine weitere Ebene dann erstellt mit mittelgroßen Sternen. Und das habe ich dann nochmal wiederholt mit den großen Sternen. Mit diesem Trick entsteht auch so ein bisschen, also natürlich eine Variation, es entsteht auch so eine Tiefe. Jetzt bei den Sternen ist das nicht so wichtig, aber die kleinen sind eben weiter hinten. Also das sieht immer schön aus. So, dann habe ich mir den Mond angeschaut. Und der Mond selber, ich gehe mal auf den Mond, besteht also im Wesentlichen aus, aus mehreren Kreisen. Und zwar interessant ist dieser äußere Kreis. Wir schauen uns nochmal das Vorbild an. Ich mach die mal weg hier. Und zwar ist nicht nur hier dieser Farbverlauf im Himmel, sondern wenn man sich das hier genauer anschaut, ist es so, dass es um den Mond herum ein bisschen heller ist. So, und da habe ich ein bisschen geschaut, wie kann man das am einfachsten machen. Und am einfachsten geht das, wenn man hier in Moho diese weiche Kante benutzt. Es gibt ja also als Effekt mehrere Elemente da zur Auswahl. Weiche Kante. Und ich habe einen sehr, sehr großen Verlauf hier eingegeben. 40, das ist ein sehr hoher Wert. Sieht man hier auch, das führt dazu, dass das der Übergang von dieser Farbe hier zu weiß, also sehr langsam geht. Und die Farbe, die ich ausgewählt habe hier, das ist die Farbe hier von dem hellen, also von dem unteren Rand des Himmels, also da, wo der Himmel ebenso noch sehr hell ist. Dann habe ich den Mond gezeichnet. Ich habe tatsächlich einfach die Farben immer übernommen hier von der Vorlage und habe da eben nochmal genau geschaut. Also im Prinzip besteht der aus diesem hellen Blau. Da habe ich da drei Krater reingemalt und dann ist hier so ein bisschen so eine Abschattung, was im Prinzip ja diese Mondsichel ist. Und hier ganz unten auch nochmal interessant, gab es also so eine helle Kante und da habe ich so ein bisschen Transparenz reingesetzt. Gut, das nächste war, schauen wir uns mal an, ich habe die, schauen wir uns zuerst mal diese Silhouette an. Also ich habe die besteht eigentlich aus zwei Elementen. Ich habe hier eine Form ausgewählt, einfach einen großen rechteckigen Block. Das ist nicht schwarz, das ist so ein ganz dunkles Grau. Und auch hier habe ich weiche Kante benutzt und nur so einen leichten Wert bei diesem Verwischradius eingegeben. Es führt dazu, dass diese Kante nicht, wie es jetzt hier zu sehen ist, so ein bisschen unscharf hier wird und das passt ganz gut am Horizont. Das verschwimmt halt so ein bisschen. So, die Elemente der Silhouette habe ich tatsächlich einfach abgezeichnet von dem Bild, das ich gefunden habe. Und ich habe nicht alle Sachen abgezeichnet, aber das, was mir eben gefiel. Und diese Elemente sind hier, man sieht ja auch so ungefähr, wie viele Punkte ich da angeklickt habe. Das ist einfacher, als es scheint. Es ist wirklich Klick, 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 Klick. Also man geht hier rum und zeichnet das nach. Wenn man sie selber nachgezeichnet hat, hat das den Vorteil, dass man die nochmal unterschiedlich arrangieren kann. Ich musste die halt so platzieren, dass die in der Lücke von meiner Straße eben am Horizont schön zu sehen sind. Okay, das kann man dazu sagen.
Und hier unten, das nächste ist dann, ich habe die Straße gezeichnet. So, und jetzt fängt es hier an, dass man, wir schauen uns das nochmal hier an. Das ist ja hier auch so perspektivisch, das geht hier und hier hin. Hier ist ungefähr der Fluchtpunkt. Also was wir brauchen, ist ein Fluchtpunkt. Und was ich also gemacht habe, ist, ich habe mir eine extra Ebene gemacht. Da habe ich einen kleinen runden Kreis gesetzt und habe dann mir Hilfslinien gezogen von diesem, also einfach einen Punkt hier an den Kreis ranheften und dann rausziehen. Und habe das dann so gemacht, hier unten bei der Straße sieht man das, also die Linien, und ich habe sie mir dann immer genommen, diese Fluchtpunktlinien. Man kann sich die dann an die Stellen hinschieben, die man so braucht. Und so kann man dann eigentlich sehr gut diese, also eigentlich mehr oder weniger alle Elemente, die man so zeichnet, perspektivisch korrekt nachzeichnen. Also die Straße besteht im Prinzip aus hier Straße, Bürgersteig, und auf dieser Seite habe ich halt einfach den Bürgersteig nochmal, und auf der rechten Seite steht die Kirche. Im Prinzip auf so einer kleinen Parkanlage. Das ist jetzt alles nicht wahnsinnig genau, aber reicht eben für das, was ich hier vorhatte. So, jetzt haben wir schon mal eine ganz gute, grobe erste Version des Bildes. Achso, hier bei der Silhouette auch noch mal, auch wieder hier weiche Kante, und ich habe hier die weiche Kante nur auf 2 gesetzt. Hier unten bei diesem großen Block war es 3. Also so ein bisschen habe ich das hier noch variiert. Gut, und dann ging es los mit den Häusern. Die Häuser, ich mache jetzt mal hier die Hisslinien raus, die stören so ein bisschen. Die Häuser habe ich sehr stark vereinfacht dargestellt, also im Wesentlichen immer hier auf den Fluchtpunkt ausgerichtet, wirklich alles nur rechteckig. Wir schauen uns das nochmal hier an, so sieht man das jetzt ein bisschen besser. Dieses schräge Dach, hier habe ich das so ganz grob nach Augenmaß immer parallel gemacht. Diese Linien hier gehen aber zum Fluchtpunkt. Hier ist so eine Halbrundung drin. Da habe ich hier diese Punkte dann gerundet, hier mit dieser Bézier-Funktion. Und ja, interessant ist jetzt eigentlich dieser Leuchteffekt mit den Fenstern. Was ich gemacht habe, ist, ich habe eine Form im Hintergrund, also zu unterst liegt die Wand. Dann kommt dieser Fensterschein und hier eben auch wieder weiche Kante, relativ großer Verwischradius, und zusätzlich ist diese Farbe, habe ich hier also einen Alpha-Wert von 200 gewählt. Und dann kommt das eigentliche Fenster, eine feste Farbe, also keine Transparenz, kein Verwisch. Radius, und dann entsteht tatsächlich dieser Effekt, dass das so ein bisschen leicht gelblich leuchtet. Ja, hier habe ich einfach manuell sehr, sehr viele Fenster gemalt. Man kann die immer kopieren und muss dann aber alle 4 Ecken so ein bisschen anpassen, dass das eben passend zu den Fluchtlinien geht. Okay. Das gleiche hier mit den Kirchenfenstern, die haben von mir eine etwas andere Farbe bekommen. Dann habe ich Laternen gemalt. Schauen wir uns die mal an. Letztendlich ganz einfach gezeichnet, und hier dieser Schein auch wieder
mit einer Transparenz, die sind also nur ganz schwach, sage ich mal, zu erahnen. Also der Transparenzwert 64 heißt, also die Linie ist ja sehr weit unten. Ich habe da ein bisschen experimentiert, mir hat das ja am besten gefallen. Und die einzelnen Laternen mit ihrem Schein habe ich dann eben kopiert und hier kopiert und gespiegelt. So, und das nächste waren dann die Schneeflocken. Also ich habe hier wieder den Trick angewandt, dass ich also drei Ebenen mir gewählt habe. Und wir schauen uns aber mal hier die Schneeflocken an. Die Schneeflocken gehen bis hier oben hin. Das hat dann den Vorteil, dass ich in einem letzten Schritt das noch animieren kann. Das heißt, ich habe da oben ist schon der ganze Schnee, der während der Animation dann langsam runterfallen kann. Und ich habe auch die Schneeflocken eben auf drei Ebenen verteilt. Und ich habe die Flocken ein bisschen so hier in den Ebenen rein sortiert. Also die ganz kleinen Flocken, die sind hinter der Silhouette. Das heißt, auch hier hinter dem Fernsehturm zum Beispiel, da gehen also der Fernsehturm verdeckt die hintersten ganz kleinen Flocken. Dann habe ich die mittleren Flocken, die sind eigentlich vor allem und dann die großen Flocken ganz vorne. Und dazwischen ist dann noch der Baum. Und zwar habe ich tatsächlich hier noch die Silhouette von einem Baum nachgezeichnet, auch von dem Foto. Also ich hatte das Gefühl, es geht einfacher, wenn man tatsächlich einen realen Baum nachzeichnet. Sind sehr, sehr viele Punkte geworden, hat ein bisschen gedauert, auch hier mit so Löchern da drin, geht aber eigentlich ganz einfach. Das dauert ein bisschen, aber dann hat man da eigentlich auch nochmal so eine schöne Tiefenstaffelung. Und hier habe ich auch nochmal eine weiche Kante genommen, weil das eben ganz vorne im Vordergrund ist. Bei einem Foto wäre das so ein bisschen außerhalb des Fokus. Ja. Und dann habe ich ganz unten hier noch mein Signet, mein Logo, also die URL zu meiner Webseite platziert. Und die ganze Animation ist natürlich sehr, sehr einfach. Also es gibt hier ein Startbild und ein Endbild. Und wie man sehen kann, ist einfach nur diese Ebene geht einfach ganz einfach, ganz nur gerade runter. Hätte man jetzt noch so ein bisschen in Wellenlinien machen können, habe ich aber nicht. Wichtig ist hier eher noch, dass man hier bei der Animation nicht glatt sagt, denn dann fängt sie langsam an, beschleunigt erst und am Ende bremst sie ein bisschen ab. Linear muss diese Animation sein. Ja, das war's schon. So habe ich also dieses Bild gemalt. Ich hoffe, ihr habt genügend Anregungen, jetzt eure eigene Winterszene zu zeichnen und die zu animieren. In meinem Adventskalender zeige ich euch bis Weihnachten jeden Tag einen Tipp zu Moho 12. Viel Spaß dabei und zeigt mir doch eure Kreationen.